Gestern noch die Sumpfpolizei, heute schon der Helicarrier. Das geht wahrscheinlich nur in der Welt von Lego und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Klemmbaustein-Lyrik-News. Eigentlich hatte ich nicht vor, heute schon wieder eine Folge zu machen. Das übersättigt ja, aber macht nichts. Große Ereignisse erwarten große Reaktionen und groß ist es, was Lego dort nämlich mit dem Fall des Embargos an diesem Donnerstag um 14 Uhr angekündigt hat. Nämlich den, wie gesagt, Shield Harry Carrier, das ist die 76042, erscheint Anfang März bei Lego und wird aus drei Gründen, glaube ich, schon etwas ganz Besonderes sein. Grund Nummer 1, das Ding kostet Geld. Und zwar richtig viel. Nämlich 349,99 wird es kosten. Ist mal wieder in der Sammler-Edition sozusagen. Das heißt, es gibt noch einiges dazu. Aber 350€ für Lego, das hat jetzt auch nicht jeder auf der Tasche. Allerdings ist auch noch nicht März. Man kann also schon mal anfangen zu sammeln. Vielleicht auch bei den Verwandten ansonsten. Vielleicht zu sparen. Was ist der Helicarrier? Das ist ein Gerät sozusagen aus der Welt von Marvel, also sprich von den Superhelden, den Superheroes und da gibt es nämlich so eine Art Flugzeugträger, der fliegt. Und den gibt es zum Beispiel seit den 60er Jahren schon in den Comics und jetzt neuerdings eben auch in den Captain America und Avenger Filmen. Und da wird es ja einen neuen geben jetzt im Frühling und deswegen passt es natürlich wie Faust aufs Auge oder wie Heli auf Helicarrier, dass dann auch dieses Set dazu erscheinen wird. Es gibt natürlich auch ein paar Stücke Lego für 350€, nämlich knapp 3000, genau sind 2996. Und jetzt kommen wir dann zur zweiten Sache, die erstaunlich ist daran, nämlich wenn man sich das Modell mal genauer anguckt, ja, es hat schon so ein bisschen was von einem militärischen Flugzeugträger. Gibt es vorne zum Beispiel so eine Nummer, es ist so in Grau gehalten. Also eigentlich etwas, was so ein bisschen der Philosophie von Lego widerspricht. Nun gut, das haben sie ja schon mit Star Wars eigentlich gebrochen. Krieg und Frieden gibt es da ja auch schon und gab es eigentlich auch schon bei Cowboy gegen Indianer. Aber dass das wirklich so in diese Richtung geht, das ist schon etwas ungewöhnlich. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man dort in der Etage, die das entscheiden musste, dann auch ein bisschen Bauchschmerzen damit hatte, diese wirklich dann so in dieser Form und in dieser Farbe dann rauszugeben. Nun kann man da, glaube ich, etwas entspannter sein. Wie gesagt, Krieg und Frieden war schon immer irgendwie doch dann in dieser Welt. Dann ist es noch Fantasy, ja, also beziehungsweise Superhelden, also doch nicht ganz so, dass man jetzt einen Panzer rausgebracht hätte. Und es richtet sich deutlich natürlich an Erwachsene bei 350€. Das kriegt man wahrscheinlich nicht so einfach mal zum Geburtstag. Zumindest ich nicht. Und das dritte Spannende daran ist, nicht nur, dass er doch einigermaßen faszinierend groß aussieht, dass er Mikrofiguren auch dabei hat. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt zwar Minifiguren, davon gibt es 5. Die stellt man allerdings mehr oder weniger dann auf so einen Aussteller. Der sieht auch ganz schick aus. Aber damit das maßstabsgetreu ist und so eine normale Minifigur, die hätte fast die Größe von so einem entsprechenden Flugzeug dann da drauf, da hat man dann die Mikrofiguren jetzt wieder rausgeholt. Die kennt man ja unter anderem von den Spielen und die hat man jetzt in der Gestalt dann auch von diesen Minifiguren entsprechend erstellt. Also Captain America gibt sowohl einmal als Minifigur als auch als Mikrofigur und auch ein paar Shield-Mitarbeiter und. Insgesamt sind es 12 Mikrofiguren und wie gesagt 5 Minifiguren. Bei den Minifiguren und Mikrofiguren sind unter anderem dabei Nick Fury, Black Widow, Captain America, schon erwähnt, Hawkey, Maria Hill, ja, und wie gesagt dann noch ein paar Shield-Leute. Ne? Genau, also das ist auch auf jeden Fall ungewöhnlich. Ansonsten, wenn man sich das Modell so anguckt, hat einiges an interessanten Features dabei, neben natürlich vielen Kleinteilen eben, sag ja, dann gibt es in kleiner Größe dann eben die Jets zum Beispiel, es gibt Trucks fürs Betanken, es gibt zum Beispiel Gabelstapler in klein und. Aber zum Beispiel auch die Runways, also die Start- und Landebahnen, da gibt es neue Platten, die so ein bisschen natürlich vielleicht auch dazu dann irgendwann mal für Straßenbau oder sowas, wenn man sie mal zweckentfremden will, verwendet werden können. Und diese 4 Rotoren, die man an den Seiten sieht, die sind mit Lego-Technik-Elementen verbunden. Da ist relativ viel Lego-Technik wohl in dem Modell drin. Das heißt, man kann einmal manuell hinten drehen. Das sieht man auch schön in einem Video vom Designer von Lego offiziell
rausgegeben, dann drehen sich die nämlich auch. Oder man kann da, das macht auch extra Lego damit schon mal Hinweise drauf in die Erklärung, da kann man dann, wenn man möchte, auch natürlich die Motoren und den entsprechenden Akku anschließen, dann macht das automatisch und vielleicht, wenn man möchte, vorne noch ein bisschen Licht dran. Und dann gibt es noch eine Kontrollkapsel bzw. ein Kontrollzentrum mit ganz vielen Bildschirmen, kennt man ja vielleicht aus dem Film. Nimmt man eben eine von diesen Platten ab mit den Straßen und schon kann man reingucken. Und da hat der Designer in seinem Video auch schon erwähnt, dass das doch für ihn ein ganz großes Happening war, diese Bildschirme ganz fein, fieselig, genau einzeln so auszurichten, dass sie genau eben einen Kreis bzw. einen Rund bilden. Und da hat er schon darauf hingewiesen, das kann ein paar Minuten dauern, das dann auch im Modell so entsprechend wieder hinzukriegen. Also eher Freude am Fummeln im Modell, als dass das Frust erzeugen soll. Da hat man also schon mal sicherheitshalber ein bisschen drauf hingewiesen. Also sieht auf jeden Fall nett aus, das Teil. Kann man sicherlich nicht anders sagen. Ist was Ungewöhnliches, gibt es so bisher nicht und fängt auf jeden Fall diesen Helicarrier ziemlich nett ein. Auch mit diesen zwei Runways, eine oben, eine links. Oben gibt es dann ja auch noch dann die Kontrollkapsel oben, wo man also wahrscheinlich dann auch Radar und sowas drauf hat. Also das hat schon so ein gewisses Haben-Wollen-Gefühl erzeugt, auch bei mir und allem anscheinend auch bei vielen im Netz. Trotz der wenigen Stunden, die da die News jetzt wirklich offiziell raus ist, haben bei Bricksets.com zum Beispiel schon eine Menge gesagt, das will ich mir auch holen. Na, dann fließt ja viel Geld bei Lego in die Kasse. Sagte ich schon, 349,99? Ja, das ist dann so, ne? Gut, das war das. Ich bin gespannt, wie sich es dann verkauft. Anfang März, wie gesagt, kommt es raus. Es wird wohl erstmal einen VIP-Verkauf wieder geben, für die, die bei Lego sich dafür angemeldet haben. Und dann kurz danach kann man es auch normal kaufen. Und ja, ob ich dann zuschlage, das muss ich mir nochmal sehr überlegen. Ich bin noch damit beschäftigt und damit schon mal eine Vorschau auf eine der nächsten Folgen, den Sandcrawler zu bauen. Und das ist schon mal ganz interessant. Erstens, vielen Dank an baudu.de, die mir den zur Verfügung gestellt haben. Da werde ich dann nochmal genauer drauf eingehen. Und zum Zweiten, der hat 3296 Teile, sprich also 300 Teile mehr, der Sandcrawler, kostet aber 50 Euro weniger. Das ist ja dann fast ein Schnäppchen. Nein? Genau. Also raus, das Geld muss raus, nicht? Solange es noch was wert ist und wenn es denn sein muss, in die Altersvorsorge Lego gesteckt. Das war's für heute mit den News. Es gibt zum Beispiel eine ganze Menge Neuigkeiten, auch was zum Beispiel die Spielzeugmesse in Nürnberg angeht. Da gibt es zum Beispiel eine Straßenbahn und so weiter. Das wird uns sicherlich bei einer folgenden News-Folge irgendwann nochmal beschäftigen. Heute soll es das dann gewesen sein. Bis bald und tschüss.